Achtung, Hilfeleistung, Verkehrsunfall VU3, Einsatz für LF24, RTW1, NEF1. Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, mal wieder eine eingeklemmte Person. Mal gucken, ob es wieder mit Dach abnehmen ist oder ohne. Und in letzter Zeit ist das die Hauptstraße, also der Katastrophenpunkt in der Stadt. Immer in der Straße. Erst Wohnungsbrand, dann hat der Briefkasten da vorne gebrannt, jetzt ein Unfall. So, dann bin ich mal gespannt. Er setzt Hütchen. Da vorne werden keine Hütchen hingestellt. Ah. Wir kümmern uns dann um die Motorhaube. So. Ja, den Hydraulikspeise können wir eh da lassen, weil den braucht man ja eh gleich wegen der Tür hier. Der kann doch bestimmt zwei nehmen. So. Das Ding nehmen wir wieder. Er steht halt mitten im Weg, ist ihm egal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir das noch brauchen. Ich glaube nämlich fast nicht. Egal, ich bring's mal zurück. Bevor das nämlich hier im Weg rumliegt. Wo hat das jetzt hingeschmissen? Wo hat das denn hingeschmissen? Liegt das hier noch irgendwo? Ach so, wir brauchen es doch nochmal. Freundchen. Kann auch die Sachen dahin legen, wo man sie gleich wiederfindet. Man kann sie aber auch fast unter das Feuerwehrauto drunter legen. Dass sie kein Mensch wiederfindet. So. Also wir nehmen auf jeden Fall wieder das Dach ab. Das Ding können wir eigentlich hier liegen lassen, weil wir müssen ja noch dann gleich die Scheiben einschlagen. Wo hat er jetzt die Schere hin? Weil die brauchen wir ja dann auch gleich wieder. So, jetzt will mein Hund raus. Können wir bestimmt auch von der Seite durchschneiden. Ah, okay. Achso, jetzt muss ja erstmal die Person hier abgedeckt werden. Ich denke gerade, hey, warum rennt denn jetzt der Typ hier weg?
Der Rettungsassistent oder Sanitäter. Nein, Hund, du musst jetzt hier drin verharren, bis ich fertig bin. Oh, wir haben gar keinen Sound fürs Einschlagen. Na, warte, wir machen hier noch die Windschutzscheibe kaputt, so. Dementsprechend wird jetzt er hier das Dach abschneiden, dann können wir nämlich die... wo waren das? Ne, das war auf der anderen Seite, glaube ich. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung, wo das hinkommt. Oh, die Antenne sieht nicht gut aus. Ja, man kann den rausholen. Ah, jetzt. Ja. Dann können wir anfangen zusammenpacken, oder? Also wenn man sich da durch den Kabelsalat hier erstmal wieder zurechtfindet. Ach so, nee. Wir müssen ja noch hier den ausgelaufenen Kraftstoff binden. Oder Öl. So, jetzt haben wir's. Jetzt können wir zusammenpacken. Na? Oh. Jetzt hat's geklappt. Ja, er macht einfach schon alles zu. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles zumachen kann hier. Weil die Blitzer-Dinger hier müssen ja noch rein. Oh. Oh nee, warte, warte, nein, 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 du darfst nicht vor mir rein. Nein. Ah, oh, shit. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Aber da war ich vielleicht ein paar Sekunden zu langsam. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was das für ein Geräusch war, aber es könnte mein Hund gewesen sein. Ja gut, dann kann ich ja schon mal anfangen mit verabschieden, weil das war's dann mit dieser Folge. Also wir hatten heute oder dieses Mal nur einen Einsatz. Aber man merkt ja schon, der Einsatz dauert halt etwas länger. Dafür haben wir dann eben, wenn ein Kleinflächenbrand ist oder ein Abfallcontainerbrand ist, eben nur eine Minute. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar hinterlassen und dann hoffe ich einfach, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut. Ciao.